Hallo und herzlich willkommen zum vierten Expertinnen-Short-Talk. Ich bin die Bianca Oriana Willen von der Hundeschule Willenskraft und Akademie. Heute mit zu Gast bei mir Magister Nicole Nemeth. Hallo und herzlich willkommen, liebe Nicole. Hallo Bianca, danke vielmals für die Einladung. Voll schön, dass du da bist. Bevor wir in unser Thema eintauchen, das wir natürlich mitgebracht haben, möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Nicole Nemeth, ich bin Tierärztin, momentan im Bezirk Vorarlberg im ACC Rosenthal tätig, dort schon seit mittlerweile über 12 Jahren. Und neben der Kleintierordination, die ich routinemäßig betreibe, gehört mein Herz auch der Physiotherapie und der Verhaltenstherapie und habe auch diesen Zweig Physiotherapie bei uns in der Ordination eingeführt. Genau. An dieser Stelle kann man vielleicht auch mal kurz erwähnen, dass du auch bei uns auf der Akademie, also auf der Willenskraftakademie, Dozentin bist, schon seit einem Beginn, nämlich seit 2019. Ja. Und du hier uns sowohl im Online-Campus als auch bei den Praxisphasen in deinem Themenbereich, das heißt alles, was die Anatomie betrifft, aber auch in die Bewegungstherapie gehen, Erste-Hilfe-Geschichten, die natürlich sehr wertvoll sind für einen angehenden Hundetrainer, eine angehende Hundetrainerin. Und da bin ich ganz happy, dass wir dich schon so lange mit dabei haben und du uns mit deiner Expertise hier bereicherst. Ich bin auch sehr froh, dass ich euch begleiten darf. Und unsere Praxisseminare sind ja dann immer sehr, sehr intensiv. Richtig. Und die angehenden Hundetrainer nehmen ganz viel mit, nicht nur ein Wissen, sondern auch vor allem, dass es für mich sehr ratsam ist, sich mit Tierärzten zusammenzuschließen und auch mit ihnen zusammenzuarbeiten in der Profession als Hundetrainerin. Ja, weil wir werden die immer wieder brauchen, die Tierärzte. Auf jeden oder Fall. Physiotherapeuten. Ja? Genau, das ist schon eine ganz gute Kombination, wenn man auch als Tierarzt und Physiotherapeut mit gut ausgebildeten Hundetrainer zusammenarbeiten kann. Beide Parteien profitieren und auch noch die Dritten, nämlich die Kundschaft zum Beispiel, die mit dem Hund dann eben zum Hundetrainer kommt. Wir sind aber gar nicht mit diesem Thema heute da, sondern wir haben uns ein anderes spannendes Thema überlegt. Es geht um medizinische Tipps und Alltagsratschläge für Seniorenhunde. Warum? Die Nicole, du hast ja mehrere Hunde bei dir zu Hause und das heißt, du lebst auch, also abgesehen von dem, dass du die Expertise aus deiner Berufung und deinem täglichen Leben uns hier Ratschläge gibst, bist du ja auch selber Hundemama von 4 Hunden und da sind auch ein paar Senioren dabei. Vielleicht können wir das am Schluss noch mit reinbringen, dass du deine Hunde vorstellst oder möchtest du sie gleich vorstellen? Na, alles gut, können wir zum Schluss auch machen, aber wie du richtig sagst, also bei mir ist der Großteil Senioren. Der jüngste Neuzugang ist jetzt mittlerweile 2 Jahre, der ist erst vor 3 Monaten dazugekommen, weil mein damals jüngster Senior mit 11 Jahren sehr akut verstorben ist und die älteste ist 17,5 und wow. Schon sehr, sehr lange und das war auch mit der Grund, warum ich gesagt habe, das ist doch ein Thema, über das wir sprechen sollten, weil viele, viele Menschen informieren sich, wenn sie einen jungen Hund kriegen, was denn alles zu beachten ist, aber gerade bei den Senioren, du kriegst natürlich eine gewisse Erfahrung im Zusammenleben mit deinem Hund, aber vielleicht eine oder andere Frage, die noch zu klären gilt oder eine oder andere Frage, die aufgetaucht ist beim Senioren-Zusammenleben und die wir vielleicht heute beantworten können. Ja, und ich starte auch gleich mit dir in die erste Frage hinein. Und zwar möchte ich gern wissen oder unsere Zuhörer vielleicht, wie unterscheiden sich denn die Bedürfnisse von älteren Hunden im Gegensatz zu jungen Hunden, wenn wir das in Bezug auf medizinische Versorgung jetzt zum Beispiel betrachten, weil wir ja hier in diesem Thema sind und dich heute da haben. Also bei den jungen Hunden ist es ja vor allem mal so, dass gewisse Junghundekrankheiten, Kinderkrankheiten, sage ich immer, auftreten. Das sind zuerst einmal die ganzen Impfungen, die da auf den Hund zukommen, dann vielleicht
Fragen zum Thema Kastration, aber auch so kleine Kinkerlitzchen wie die erste Augenentzündung, der erste Husten, der viral bedingt ist oder eine Durchfallerkrankung, die mal vielleicht parasitär bedingt ist. Beim alten Hund verschiebt sich das dann insofern, als dass es dann eher in diese ganzen chronischen Krankheiten geht, sei es jetzt den Bewegungsapparat betreffend, aber auch den ganzen restlichen Körper, die ganzen Organe, Herzprobleme, Nierenprobleme, Leberprobleme, diverse Tumore, die dann halt leider auch mal auftreten. Aber eben ganz, ganz, ganz auch die große Gruppe der Krankheiten vom Bewegungsapparat, sei es jetzt von der Arthrose angefangen über Muskelschwund und solche Geschichten. Und das ist sicherlich ein Thema, was hauptsächlich eben die älteren Hunde betrifft. Genau, das wäre dann eh schon so ein bisschen meine nächste Frage gewesen. Also was sind denn so häufige gesundheitliche Herausforderungen oder Problemchen, die bei älteren Hunden auftreten? Und wie kann sich so ein Hundemensch, der mit jetzt, wo der Hund immer ein bisschen älter wird, älter und älter, wie kann der sich denn auch da vorbereiten? Also bei Vorbereiten tut man sich ja insofern, als dass man seinen Hund ja normalerweise schon eine Zeit lang begleitet und den dann auch kennt oder kennen sollte, seine Eigenheiten kennen sollte, sein Verhalten kennen sollte und wie er, ja einfach wie er sich im Alter gibt und tut und macht. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, seinen Hund zu kennen und zu beobachten, um dann eben daraus Rückschlüsse ziehen zu können, okay, da passt vielleicht was nicht. Was wir zum Beispiel ganz, ganz häufig sehen, ist dieser Teufelskreislauf aus. Der Hund wird ein bisschen langsamer im Alter, dadurch sinkt vielleicht der Grundumsatz, dadurch setzt er dann eben ein bisschen Gewicht an. Durch das Ansetzen vom Gewicht wird er vielleicht wieder ein bisschen träger, dadurch senkt sich wieder mehr der Grundumsatz und er wird einfach wieder immer dicker. Und diesen Teufelskreislauf gilt es so früh als möglich zu unterbrechen, weil je länger wir da schon drinnen sind, desto schwieriger wird es natürlich auch, da rauszukommen. Das heißt, Bewegung auch für den alten Hund ist das A und O, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich werde halt keine Gewaltwäsche mehr mit dem alten Hund machen, aber ich sollte trotzdem achten auf einen regelmäßigen Spaziergang, auf einen abwechslungsreichen Spaziergang, um ja einfach dem Hund auch die körperliche Fitness zu gewährleisten. Ganz wichtige andere Erkrankungen sind dann eben zum Beispiel Herzprobleme. Da kann ich zum Beispiel darauf achten, wie ist der Hund von seiner körperlichen Fitness auch? Habe ich das Gefühl, er kommt sehr schnell außer Atem, hustet er öfters, wirkt er einfach müde und matt? Das wäre dann für mich zum Beispiel ein Vorstellungsgrund, warum ich sage, oder ein Grund, warum ich sage, damit müsste ich jetzt oder würde ich mit meinem alten Hund jetzt zum Tierarzt gehen. Oder auch wenn sich das Fressverhalten verändert. Ja, der Hund frisst außergewöhnlich viel, der Hund frisst außergewöhnlich wenig, das Trinkverhalten. Auch das kann sich in beide Richtungen verändern. Genauso wie mit den Ausscheidungen, Erbrechen, Durchfall. Das können alle Anzeichen sein, wenn sich da irgendwas verändert, dass irgendwas nicht passt mit dem Hund und warum ihr vielleicht mit dem Hund außer natürlich mal auch zum Tierarzt vorstellig werden sollte. Ganz spannend, was du sagst. Du hast einmal die Individualität angesprochen und dass man ja den Hund, also man wächst ja zusammen, man wird ja immer gemeinsam ein Stück älter. Das heißt, auch vielleicht so ein Appell an die Hundemenschen da draußen, ihr kennt ja euren Hund am besten, ne? Ihr seht die jeden Tag, ihr seid immer mit denen zusammen. Ihr wisst, wenn etwas abweicht von, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Verhalten. Ja? Ja, genau. Und das ist, du hast ein paar wichtige Elemente angesprochen, und das kann ich ja allein schon sehen. Trinkt der Hund mir auffällig viel auf einmal? Ja? Oder trinkt der überhaupt nichts mehr? Oder und das kann ich durch Beobachtung als Hundemensch, da kann ich schon einiges tun. Und im Idealfall habe ich ja einen vertrauten Tierarzt bei mir in der Nähe, mit dem ich ja eh regelmäßig Kontakt habe, wo ich Rücksprache halten kann, auch mal anrufen kann vielleicht und sagen kann, du, das ist
mir total komisch, soll ich vorbeikommen? Also ich habe ja auch die Möglichkeit mit dem Tierarzt, das sind ja auch Menschen, ihr Tierärzte, wir dürfen uns mit euch in Kontakt setzen, wir dürfen mal eine Mail schicken und sagen, das ist der Ist-Zustand, ist das besorgniserregend, sollen wir vorbeischauen oder können wir auf den nächsten Termin warten? Ja? Also ich finde es ganz wichtig, dass man eben also auch in seine Beobachtungsgabe vertraut und auch so ein Punkt ist häufig, den ich eben beobachte, was heißt, ich lebe ja auch mit Hunden zusammen, schaut euch den Kot an, wenn der krass verändert ist, ja. Also es gibt immer Sachen, an denen kann ich mich schon orientieren. Wenn ich hier starke Abweichungen sehe, ist es wahrscheinlich relativ ratsam, sich mit dem Tierarzt auseinanderzusetzen. Wenn es Wochenende ist, wie es so oft der Fall ist, kann man ja auch die Tierarztklinik irgendwie haben. Es würde mich auch gleich zu meiner nächsten Frage führen, die ich an dich hätte, ändert sich also die Regelmäßigkeit, die ich jetzt zum Tierarzt gehe mit meinem Hund im Alter, mit den Senioren, wie sind da deine Erfahrungen oder auch deine Empfehlungen, was empfiehlst du hier, wie häufig sollte ich als Hundemensch denn den Tierarzt besuchen und was ist denn vielleicht da auch notwendig und zu tun, was kann man so abchecken lassen, besprechen? Also, wie eingangs schon erwähnt, gerade bei den jungen Hunden bist du ja häufig beim Tierarzt für diesen ganzen ersten Impfungen und alles Mögliche. Und wenn der erwachsene Hund dann gesund ist, dann sieht man sich meistens nur einmal im Jahr für die Impfung. Und auch da sollte ja klinische Untersuchung stattfinden. Das heißt, da sollte ja der Tierarzt mal das Tier anschauen. Und wenn nichts Auffälliges ist, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Aber bei den Senioren empfehle ich dann schon. Und Senior, das definiert sich immer anders. Je nach Größe des Hundes ist der Hund schon vielleicht mit 6 Jahren ein Senior, vielleicht aber auch erst mit 10 Jahren. Also je größer der Hund ist, desto schneller, desto früher, desto jünger wird der schon als Senior definiert. Je kleiner der Hund ist, desto später wird er erst als Senior beschrieben. Und bei den Senioren ist es mindestens einmal im Jahr, besser vielleicht sogar, dass man 2-mal im Jahr den Tierarzt noch aufsucht. Und auch da empfehle ich, dass man mindestens einmal im Jahr eine Blutuntersuchung macht, einfach um sich einmal den Status quo anzuschauen. Und wenn dann vielleicht schon kleine Veränderungen im Blutbild auftreten, dann kann ich vielleicht auch schon rechtzeitig reagieren, muss vielleicht nicht gleich die ganze Schiene fahren mit Medikamenten oder so und kann vielleicht schon einmal mit einer Veränderung von der Fütterung oder vielleicht auch mit pflanzlichen Zusätzen den Hund unterstützen. Genau, was natürlich ratsam ist, was aber dann vielleicht ein bisschen kostenintensiver ist, ist auch beim älteren Hund einmal im Jahr eine Ultraschalluntersuchung oder Röntgenuntersuchung machen zu lassen, weil man muss nicht immer alle Veränderungen im Blut sehen, man muss nicht immer alle Veränderungen bei einer klinischen Untersuchung erkennen können. Und optimalerweise natürlich 2-mal im Jahr. Wenn der Hund krank ist, dann ist es eh logisch, dass man sich öfter sehen muss. Das wird aber dann vom Tierarzt auch definiert, wie oft dann eine Kontrolle notwendig ist. Super. Das heißt, im Durchschnitt sagst du 1-2 Mal im Jahr, besser 2-mal im Jahr und dann kommt es natürlich immer auf die individuelle Geschichte des Hundes auch an und du empfiehlst, dass man hier sagt, dass man auch eine Blutuntersuchung macht. Kann ich hier an dieser Stelle mal fragen, vielleicht noch, du hast es schon ein bisschen erklärt, man sieht, das kannst du ein bisschen mehr erklären, was ihr als Tierärzte und Innen dort sehen könnt, vielleicht ein bisschen greifbarer für den Menschen gemacht, warum das ein gutes Ding ist, abgesehen von Ultraschall, vielleicht auch ein bisschen die Kosten, ich weiß nicht, wo liegen wir da ungefähr, damit die Menschen sich oder die Zuhörer uns das sich auch ein bisschen besser was vorstellen können drunter. Also ich glaube, das Wichtigste beim Tierarztbesuch ist ja mal die klinische Untersuchung. Das heißt, man redet als Tierarzt mit dem Besitzer, man fragt einmal, was hat sich verändert, wie geht es dem Hund, was ist dem Besitzer aufgefallen. Und dann schaue ich mir ja das Tier mal klinisch an. Das heißt, ich kontrolliere mal, wie ist denn die Hautelastizität, wie ist denn Fell allgemein, Hautqualität, wie Body Condition Score, also sprich, wie dick oder dünn ist denn der Hund. Dann schaue ich mir natürlich die Augen, die Ohren, die Zähne an. Ich untersuche Herz, Lunge, also den ganzen Kreis, die ganze Kreislaufsituation. Und ich glaube, das ist einmal das Allerwichtigste, dass man da
gründliche Untersuchung durchführt, weil ich glaube, da kann man schon nochmal viel abklären. Und wenn wir dann eine Blutuntersuchung machen, dann schauen wir uns die ganzen oder viele innere Organe an, wie zum Beispiel die Leber, die Niere, die Schilddrüse, den Zucker, diverse Mineralstoffe oder auch das rote-weiße Blutbild, also die Hämatologie. Und das Problem ist aber halt einfach, dass wir nicht, wie eben schon erwähnt, nicht für jedes Organ einen Blutparameter haben. Zum Beispiel bei der Milz, die kann tumorös verändert sein und wir werden aber lange, lange, lange nichts im Blut sehen. Und da ist es halt dann eben interessant, dass man weiterführende bildgebende Untersuchungen wie eben ein Röntgen oder ein Ultraschall anschließen lässt. Ja, und wegen den Kosten, ich glaube, dass die sehr etwas unterschiedlich sind, je nachdem, wo in welchem Gebiet man sich befindet. Ich denke, man muss bei einer klinischen Untersuchung zwischen 50 und 80 Euro ungefähr rechnen und für Blutuntersuchungen zwischen 100 und 150 Euro. Das wäre jetzt so einmal ein grober Anhaltspunkt, schätze ich mal, ja. Super. Damit hast du schon tolle Einblicke gegeben, Nicole. Und ich wollte da noch einmal anmerken, weil jetzt so von Kundschaft, was auch immer wieder mal so gesagt wird, der Tierarzt hat vielleicht nicht so viel Zeit oder wenn ich... da passiert nicht so und so viel. Man kann sich ja auch den Tierarzt aussuchen. Also ich finde immer ganz wichtig, dass man schaut, als Mensch auch den Tierarzt zu finden, wo ich mit meinem Hund hingehe, der mich versteht und der auch mit meinen Besorgnissen, die ich vielleicht um mein älter werdendes Tier habe, das auffangen kann. Ja? Und wir haben einen Haufen Tierärzte und wir dürfen uns da auch aussuchen, wer passt hier zu uns und wer darf uns hier unterstützen. Und ich finde es nichts Besseres, als ein Tierarzt zu haben, meines Vertrauens, wo ich weiß, mit dem kann ich über dies und jenes reden und der gibt mir immer wirklich tolle Unterstützung. Ja? Genau. Also natürlich kann eine klinische Untersuchung auch einmal relativ kurz sein bei einem jungen, gesunden Hund. Aber gerade für ältere Tiere, denke ich, sollte man sich auch Zeit nehmen und eben auch Zeit nehmen für Fragen oder Probleme des Besitzers. Weil, ja, es tritt einfach immer mehr auf und es ist schon wichtig und wertvoll, wenn man als Tier den Besitzer auch unterstützen kann, um den Hund vielleicht auch in ein hohes Alter tragen zu können. Es können immer Probleme auftreten, es können immer Krankheiten auftreten, eben so wie ich schon eingangs erzählt habe, meine jüngste Hündin ist auch ganz, ganz akut, ohne großartige Anzeichen verstorben. Ja, ich glaube, ich als Besitzer kann man einfach auch keinen Vorwurf nicht machen, wenn ich sage, okay, passt, ich habe jährlich meine Untersuchung gemacht, ich war beim Tierarzt vorstellig, ich habe die Blutuntersuchung gemacht, ich habe einen Ultraschall gemacht und wir sind einfach nicht gefeit, ja. Wir wissen nicht, was in einem halben Jahr sein wird oder in ein paar Monaten, aber einfach einmal den Status quo erheben und ja, dann kann ich mir, glaube ich, auch keine Vorwürfe nicht machen, dass was aufgetreten ist, ja. Finde ich einen ganz schönen Punkt, den du herausarbeitest, noch eben auch zu sagen. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe ja auch einen Hund, der immer älter wird. Und da gibt es die und die Wehwehchen und das und das und vielleicht auch irgendwelche Allergien etc. Und für mich ist auch als Hundemama, jetzt abgesehen als Hundetrainerin oder als Dozentin oder so, als Hundemama eben zu wissen, ich tue das Bestmöglichste für mein Tier, weil natürlich möchte ich nicht mit diesem Gefühl herumlaufen, ich hätte einen Fehler gemacht, ich hätte was übersehen. Und das kann man dadurch natürlich auch umgehen. Genau. Nicole, wir sind bald durch. Ich habe noch eine spannende Frage für dich. Und zwar würde mich interessieren, weil du ja auch Hundemama von älteren Hunden bist, von Seniorenhunden, weißt du bestimmt auch, was man tun kann oder kannst du uns die ein oder anderen Ratschläge geben, damit wir das Zuhause, in dem wir leben, etwas seniorengerechter gestalten können? Ja, freilich. Also da kann man schon ein bisschen was machen. Wie gesagt, wie eingangs schon erwähnt, viele ältere Hunde haben ja Probleme auch mit dem Bewegungsapparat. Und ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Punkt, dass ich den Hund da unterstützen kann. Wenn er sich zum Beispiel schwerer tut mit dem Aufstehen, dass ich schaue, dass er einen rutschfesten Platz hat, wo er auch aufstehen kann, einen rutschfesten Platz, wo sein Körbchen steht, ein weiches Körbchen,
weil halt einfach auch vielleicht durch den Muskelschwund es möglicherweise vermehrt zu Druckstellen kommt. Dann kann ich natürlich darauf schauen, dass der Hund nicht so viele glatte Untergründe hat, wo er gehen muss. Ich kann in dem Fall sich einfach da schwer tut, immer wenn man wegrutscht mit den Füßen, kann ich zum Beispiel Teppichbrücken bauen auf den wichtigsten Wegen, dass er sich anhand von diesen Teppichbrücken fortbewegen kann. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel, dass ältere Hunde schwerer tun, sich beim Fressen auf den Boden zu bücken. Da kann ich vielleicht schauen, dass ich das, die Schüssel erhöht stelle. Genau, wir unterstützen unseren älteren Hund einfach, indem wir ihm erhöhte Fütterung anbieten. Dann, was ältere Hunde zum Beispiel, die springen immer gerne ins Auto oder aus dem Auto raus. Das heißt, auch da kann ich ihm Hilfestellung anbieten, indem ich zum Beispiel Rampe baue und ihn entlang dieser Rampe in das Auto führe oder indem ich, wenn er nicht so groß ist, ihn auch rein und rausheben kann. Zum Beispiel beim Stiegensteigen, vielleicht kann ich die Stiege, wenn der ältere Hund sich da schwer tut, mit einem Teppich, nicht mit einem Teppich, mit so einem Kindergitter schützen, dass wir einfach in die Stiege bauen können. Oder auch gerade wenn die Sinnesleistungen nachlassen, was ja beim älteren Hund auch sehr, sehr häufig der Fall ist, sei es jetzt, dass er schlechter sieht, sei es, dass er schlechter hört, vielleicht auch ein bisschen dement wird, ein bisschen, ja, so wie der ältere Mensch einfach, indem ich ihn da unterstütze, wenn er mich nicht mehr so gut erkennt, dass ich ihn mit meiner Stimme aufmerksam mache, dass da jetzt etwas kommt, wenn er schlechter hört, dass ich ihm vielleicht Handzeichen geben kann, um ihm so das Leben zu erleichtern. Manche Hunde haben auch Probleme, die haben so eine gewisse Tag-Nacht-Umkehr. Ja? Das heißt, die schlafen sehr, sehr viel am Tag über und sind dann dafür in der Nacht aktiv. Das heißt, auch da kann ich schauen, dass ich natürlich die Lebensumstände des Hundes insofern ändere, als dass ich am Tag schon auch was mache mit ihm. Ja? Wobei ich immer bedenken muss, dass ein älterer Hund nicht mehr kognitiv so viel leisten kann und sehr, sehr viel mehr Ruhe braucht als wie ein jüngerer Hund. Und genau, damit er einfach in der Nacht wieder schlafen kann oder ihn auch vielleicht da mit homöopathischer oder pflanzlicher Unterstützung des Nervensystems beziehungsweise die kognitiven Fähigkeiten vielleicht verbessere. Ganz gut finde ich auch mit deinem Kindergitter das zu sichern, gerade wenn ich ein Haus habe, wo Stufen inkludiert sind, weil wenn die Hunde älter sind und dann Nacht rumtapsen und denken, sie könnten das nicht noch, und ich meine auch, wenn die Treppen nicht mit einem rutschfesten Teppich befestigen, dann kann das schon mal auch böse enden. Von dem her, um solche Notfälle oder zu umgehen, darf man ruhig Vorsorge treffen und das dann schön auch nicht kindersicher in dem Fall, sondern einfach Hunde seniorensicher machen, ja. Super. Voll die schönen Punkte, die du uns hier mitgegeben hast. Ich komme zu meiner allerletzten Frage, weil wir auch von unserer Zeit jetzt dann durch sind. Und zwar würde mich noch interessieren, wie sich das Zusammenleben bei dir mit deinen älter werdenden Hunden, also wir haben schon ein bisschen über deine Hunde gesprochen, einen jüngeren hast du jetzt mit dabei und sonst hast du drei ältere, wie sich das im Laufe der Jahre verändert hat. Und genau, vielleicht können wir dazu abschließende Worte finden. Ja, genau. Also meine Hunde sind mittlerweile 14, 15 und eben über 17. Und es hat sich halt insofern verändert, als dass das ganze Zusammenleben viel ruhiger geworden ist. Ja. Das heißt, natürlich gehen wir spazieren. Wir müssen aber Gott sei Dank auch nicht mehr jeden Tag spazieren gehen. Ja. Also da bin ich schon sehr dankbar, zum Beispiel, wenn es strömender Regen schüttet und ich weiß, okay, Bas, sie sind auch mal über einen Tag indoor zufrieden und sie, ja, drehen jetzt nicht am Rad. Das ist definitiv ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt. Auch die Spaziergänge sind natürlich viel ruhiger geworden. Ja, wo wir früher vielleicht 3-4 Stunden am Wochenende wandern waren, ist jetzt so ein gemütlicher Spaziergang mit vielleicht mal kurzen Pausen dazwischen, wo man sich hinsetzt, ein bisschen gemeinsam Zeit genießt und das vielleicht mal nur eine halbe Stunde, Stunde auch vollkommen in Ordnung für die. Ja, und was sicherlich auch ein wertvoller Punkt ist, ist, dass
ich auch kein schlechtes Gewissen mehr haben muss, wenn ich sie mal daheim lasse. Also sprich, die sind einfach zufrieden, wenn sie nicht mehr überall mitgeschleppt werden. Wo sie vielleicht früher mal gern dabei waren, wenn wir irgendwen besucht haben oder wenn wir irgendwo auf ein Fest gegangen sind oder was. Das ist ihnen halt im Alter, diese ganzen Eindrücke und alles, das kann einen alten Hund sehr, sehr stark überfordern. Und da hat sich das halt insofern gewandelt, als dass ich halt auch ohne schlechtes Gewissen mal ein paar Stunden außer Haus gehen kann und die mal daheim lassen kann und weiß, okay, die schlafen oder vielleicht kriegen die irgendein Leckerli zum Kauen und sind damit beschäftigt und die sind zufrieden und ich kann auch eine schöne Zeit ohne sie mal kurz genießen. Super. Ja. Ich füge nur da an, falls das jemand falsch verstehen könnte, das ist natürlich, sie alleine zu lassen, immer mit der Geschichte, dass der Hund im Idealfall nicht unter Trennungsstress leidet und allein bleiben kann. Ja. Und vielleicht auch, wollte ich noch dazu sagen, weil du vorher gesagt hast, wenn du mal nicht rausgehst, ich möchte für die Zuhörer dazu sagen, du lebst im Haus im Grünen, das heißt, die Hunde dürfen natürlich aufs Klo nach draußen gehen bei dir. Ja, du hast wahrscheinlich gemeint, dass du halt nicht die Runden gehst, die du jeden Tag vielleicht, die du genau, sonst gehst. Genau, so ist es. Und ich bin auch in der glücklichen Lage, eben wie du richtig sagst, im Grünen zu leben. Meine Hunde haben den ganzen Tag, können die über eine Klappe rein und raus gehen. Das heißt, die können auch ständig raus in den Garten, wenn die sich lösen müssen. Die können auch mal draußen, haben die ein Plateau, wo die mal einfach nur beobachten können und draußen liegen können und einfach mal nur schauen können. Und ja, damit sind die auch schon sehr, sehr zufrieden, genau. War ein wichtiger Zusatz für unsere Zuhörer, damit das nicht falsch verstanden werden kann. Das war noch ganz toll. Danke, Nicole. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du heute mit dabei gewesen bist. Danke für das Teilen deiner Expertise und danke, dass du mit dabei warst. Ich würde sagen, wir sind von unserer Zeit her fertig und wir hören und sehen uns bald wieder. Ich wünsche dir alles Liebe und danke, dass du dabei warst. Danke, Bianca, noch einmal für die Einladung. Hat mir sehr gefreut und einen schönen Abend noch.